Zeit vor der Kamera. Album, du beschreibst jetzt deinen neunten Kampf. Richtig. Innerhalb von anderthalb Jahren. Wie zufrieden bist du mit der Entwicklung deiner Profikarriere? Auf jeden Fall, bis jetzt lief alles reibungslos, kann mich nicht beschweren. Gott sei Dank ohne Verletzung. Hoffe, bleibt so. Und ja, deswegen bin ich da zufrieden. Was können wir am Sonntagmorgen von dir erwarten? Auf jeden Fall einen spektakulären Kampf. Ich denke mal, wer bis jetzt Jana Nachtkämpfe mitverfolgt hat, der weiß, dass das schon knallen kann. Und ja, ich hoffe, es wird ein guter Kampf. Das Publikum soll Spaß haben, ich soll mich gut fühlen. Und wie es ausgeht, sehen wir dann morgen. Versprichst du Knockout? Ja, ich verspreche nichts, aber auf jeden Fall, ich verspreche Action. Okay. Wann könntest du dir vorstellen, wann es für dich das erste Mal um so einen kleinen Titel geht? Auf jeden Fall, gestern wurde er schon bei der Pressekonferenz angesprochen. Der wird auf jeden Fall dieses Jahr noch stattfinden, der erste Titelkampf. Welcher es dann genau wird, das koordinieren wir dann noch mit Sauland Event und ja. Seid gespannt. Hast du einen kleinen Wunschgegner oder irgendwas? Also auf jeden Fall auf Dauer Tom Schwarz, da brauchen wir kein Geheimnis draus machen. Das weiß, glaube ich, jeder, der sich in Google Boxen eingibt. Da kommt direkt Alban Perisic und Tom Schwarz. Denk mal, die Leute wollen den Kampf sehen und ich möchte den Leuten gern geben, was sie sehen wollen. Zwischen uns ist eine kleine Rivalität entstanden. Wie kam diese Rivalität zustande? Also von meiner Seite ist es wirklich 100% sportlich. Ich habe gegen den persönlich... Ich kann nicht sagen, dass ich ihn mag, ich sage aber auch nicht, dass ich ihn hasse oder sonst. Ich habe gar keine Gefühle für ihn. Das ist für mich im sportlichen Interesse. Die Fans sollen einen guten Kampf zu sehen bekommen. Ja, ich sehe den nicht als meinen Rivalen an. Also, außer sportlich vielleicht ist er aber ansonsten. Hast du seine letzte Performance gegen Senad Gashi gesehen? Ja, war auf jeden Fall ein schönes Schauspiel, was die beiden da abgeliefert haben. Also, war sportlich, hat mich das jetzt nicht wirklich überzeugt, was sie da gemacht haben. Was denkst du, wenn man in die Zukunft schaut, wie groß kann dieser Kampf eigentlich zwischen euch beiden werden? Also es hat auf jeden Fall gut angefangen, weil Tom ist ja auch so einer, der springt immer so auf Provokation an und den kann man gut locken. Und ja, wenn man ein bisschen weiß, wie es geht, kann man den Kampf auf jeden Fall gut hochhypen und hochschaukeln. Und ich denke mal, das ist okay so gerade, wie es ist. So, Leute sollen ein bisschen warten. Der Kampf zwischen Pacquiao und Mayweather kam auch nicht sofort, als die Leute ihn wollten, sondern erst, als er am interessantesten war. Und soll also weiter laufen. Der soll sein Ding machen, ich mach mein Ding und dann. Unsere Wege werden sich schon kreuzen, früher oder später. Ihr habt auch beide Amateuren gegeneinander geboxt. Zweimal. Ja. Wie ging das aus? Da habe ich ihn zweimal geschlagen. Klar, ganz klar. Kommen wir zu einem anderen Schwergewichtsduell und zwar Wilder gegen Joshua. Es ist auch viel Rede darüber. Wie siehst du diese Begegnung? Wieso ist es so schwierig, diesen Kampf auf die Beine zu stellen? Also ich sag mal, dann, wenn Joshua jetzt gegen Wilder gewinnt oder umgekehrt, dann gibt es eine Spitze im Schwergewicht. Und den beiden Lagern ist natürlich bewusst, wie sehr die Leute den Kampf wollen. Und man muss ja einfach sagen, wie es ist. Es ist ein Business. Und ich denke mal, dass die jetzt einfach probieren, beziehungsweise das Beste daraus machen, dass es so profitabel für beide wird, wo sich beide dann zum Schluss die Hand geben können und sagen, hey, heute gab es keinen Verlierer. Deswegen, also... Also soll der Kampf zustande kommen? Wen siehst du da vorne, wenn du das jetzt rein sportlich auseinander nimmst? Ich sag immer, der zuerst richtig trifft, gewinnt. Weil beide haben Schlagkraft, aber beide können auch nicht so viel einstecken. Also beide haben schon gezeigt, dass sie jetzt nicht das allerbeste Kenner haben, sage ich mal. Deswegen, ich denke mal, wer da wirklich zuerst den anderen trifft, der entscheidet den Kampf für sich. Wilder und Joshua trennen sich ja ganz weit eigentlich von der normalen Schwergewichtsszene ab, kann man sagen. Das ist die unangefochtene Spitze. Siehst du da irgendwie in der Zukunft, dass das deutsche Schwergewicht irgendwie auch mitmischen kann? Ey, auf jeden Fall. Also ich denke mal, ich bin jung, ich bin 22 Jahre alt. Ich bin noch in der Entwicklung, ich bin schon jetzt super dabei. Und nichts anderes ist mein Ziel, als irgendwann da ganz oben mitzumischen. Ich boxe nicht, um irgendwie hier in Deutschland ein bisschen Namen haben oder irgendwelche Leute schlagen. Also mit sowas gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will auf jeden Fall ganz weit nach oben und... Die Zeit wird zeigen, wie weit ich da rankomme. Alles klar, hast du eine letzte Nachricht für deine Fans? Schaltet auf jeden Fall morgen ein, ab 8 Uhr live auf Sport 1 und ja, Action garantiert. Alles klar, das war Perbezahl.